Ich begrüße euch, liebe Zuschauer von Assassin's Creed Unity. Ich bin der Angelus und jetzt geht es weiter mit der Hauptstory hier. Und zwar habe ich hier oben das Gebiet aufgedeckt, hier den Aussichtspunkt geholt, weil hier geht die Hauptstory weiter, wo wir Elise davor warnen müssen, dass ihre Templerkollegen sie aus dem Weg schaffen wollen, weil sie noch zur alten Templergarde gehört, die ja mit den Assassinen Waffenstillstand ausgehandelt haben. Und ja, jetzt ist wieder ein neuer Großmeister am Start, der sich noch in Schatten hält. Und der möchte wieder den Krieg gegen die Assassinen auf entflammen lassen, sozusagen. Dann geht's jetzt los hier. Templerüberfall. Elise ist im Begriff, in einem Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Belohnung gibt es einen maßgeschneiderten mittelalterlichen Umhang. Und zwei Fähigkeitspunkte. Und dann starten wir auch gleich mal. Endlich mal Elise wiedersehen. Die haben wir auch schon ewig nicht gesehen. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, da bin ich aus dem Knast gekommen. Und da wollte sie nämlich nicht mehr sehen. Elise? 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 Verdammt. Wie war das? Hotel Voisin? Merde. Merde. Voisin Hotel. So, neues Ziel. Elise finden. Achte ich mal, ob es hier noch Herausforderungen gibt. Haben wir hier eigentlich noch irgendwo einen Händler in der Nähe? Ja. Ich bin da. Welchen nehme ich denn jetzt am besten? Der ja, wäre gut. Darf ich mal außen rum, dass ich da nicht durchs Gebiet laufe? Ich glaube, ich müsste mir hier nochmal kurz Ausrüstung abchecken hier. Wobei, nee, ich brauche gar nicht zum Händler. Ich habe noch 5 Schuss in meiner Schusswaffe alles dabei. Dann geht's direkt in die Action. Ist ja auch nicht weit. Da scheint schon das Hotel Voisin zu sein. Voisin. Ich gehe mal nach oben. So. Ich bin da. Oh, da unten sind sie. Den muss ich töten, bevor er Elise wegmeuchelt. Nein. Bam. 1 von 4 Kopfschüssen. Oh, dann kommen die nächsten schon. Hör mal auf. So. Nein! Ah, verdammt. So, Kopfschüsse abgeschlossen. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Ja, ich erkläre es dir später. Alter, voll die fiesen Säcke oben an den Fenstern. Neues Ziel, Elise verteidigen. Bin dabei. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Teamwork! Wie in alten Zeiten, wie in der Kindheit. Elise verliert Leben. Ich werde mir eure Reste von der Schule. Aufgabe abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Doppelattentat. 0 von 2. Neue Aufgabe. Der ist das, der hier rum so rumjammert, ey. Guck mal, die Klappe, ey. Einfach klettern. Oh, okay, okay, okay. Viele Gegner. Und ich muss Doppelattentate machen. Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich check die Lage, Mädchen. Lass sie nicht entwischen.
So. Wie kann ich denn hier so schnellstmöglich ein Doppelattentat machen? Ohne, dass die mich sehen. Na so. So geht das. So, hier rutsche ich unter durch. Da sind nämlich hier dann die Nächsten schon. Nein, das hat nicht geklappt. Ah, die standen aber auch kacke. Ich habe mir den Weg jetzt nicht gemerkt aus dem Labyrinth. Ich habe eigentlich nur geguckt, wo die Wachen stehen, damit ich die Doppelattentate machen kann. Die da vorne werden ganz gut. Ich muss nur irgendwie zwischen die kommen, dass ich das auch hingekriege. Ach, die stehen immer so ätzend. Bei denen geht das nicht. Wo kommst du denn her? Wow! Den habe ich gar nicht gesehen. So, hier waren ja noch mehr. Ich brauche unbedingt noch das nächste Doppelattentat. Da ist eine Tür. Die sehen nicht, die gucken gerade in die andere Richtung, ne? Ah, verdammt. Okay, da ist aber eine größere Gruppe. Die an der Tür, die kann ich beide machen, weil die gucken, glaube ich, in die andere Richtung. Ruhig, Elise. Die hören dich. Ah, wenn ich hier unter durchgehe, kann ich gleich sofort Doppelattentat machen. Jawohl! Deine evolutionären Züge sind gestellte Hund. Hör doch mal auf hier. So. Jetzt kann ich mich darum kümmern, das Gebiet zu verlassen. Wie kommen wir hier wieder raus? Ruhig, Mann. Geduld, Frau. Schnapp sie. Hier ist keine Tüte, ne? Kein Weg. Ich hätte mir echt mal den Weg merken können, ne? Ich habe einfach nur geguckt, wo die Wachen stehen. Naja. Wie wär's denn hier? Guck mal hier. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay. Den Sucher töten. Warte doch, bis ich da bin. Hätte schief gehen können. Teamwork-Arbeit hier. Oh, die ist... Die ist zu schnell. Okay, da vorne sind die Nächsten. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein. Tut mir leid. So, Elise, bist du da? Ja, sie ist da. Zack. Hey, die wollte ich. Ach, Mann. Da oben ist ein Schütze. Ich sehe sie. Vielleicht hast du von dort aus besser gesehen. Von dort aus? Von wo aus? Komm ich hier hoch? Rotes Haar mit Schwert und Pistole. Sie hatte vielleicht Begleitung. Ich glaube, ich erinnere mich an so einen. Sauber. Oh, da drüben ist noch einer. Er sieht mich nicht, komm. Er guckt nicht mal in meine Richtung. Ach, komm, den hättest du auch gleich wegmachen können. Zack! Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Yeah, das ging nochmal gut hier mit Elise an der Seite. Gutes Team. Sie ist gut ausgebildet für eine Templerin. Sie können nicht weit sein.
Findet sie! Geht schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Nach, wieso verspäten? Ist doch morgen. Die Sucher töten? Okay. Ich muss hier mal wieder die Drecksarbeit machen, ey. Nein, nicht schießen! Den Schurken entkommen soll ich. Ach. Das bleibt nicht ungesühnt! Na, dann laufe ich eben einfach. Wenn ich nur entkommen muss. Wo ist der Ausgang hier? Uah. Boah, da sind auch noch wieder zwei. Alter, der ist voll schnell hinter mir. Oh, da stehen überall Wachen hier. Kopfbombe! Ah, schon kriegt man ein bisschen Abstand zwischen ihm und mir, ey. Einfach mal eine Rauchbombe hier hinschmeißen und fertig. Yeah! Geschafft! Geheimes Treffen. Willst du mich hinhalten? Halt! Hey! Wollt gar nicht so anziehen. Och. Mach das Fenster mal weg, weil sonst kann ich hier nicht X drücken, um den Typen anzugreifen. Alles das Kacke. Ja, jetzt bin ich gestorben deswegen. Jetzt stand da die ganze Zeit dieses blöde Menü. Ich wollte Kampf drücken hier zum Meucheln. Und der hat das nicht gemacht, weil noch dieses Menü offen war, wo man auch die gleiche Taste drücken konnte. Scheiße. Kann man nicht einfach das Fenster wegdrücken, ey? Naja, die Mission war abgeschlossen. War ja vorbei hier. Hab ich jetzt irgendwas falsch angezogen oder sowas? Nee, ne? Nee, hab ich nicht. So, ich habe jetzt wieder 5 Fähigkeitspunkte. Charakteranpassung. Kann ich gleich mal gucken, ob ich was Brauchbares holen kann. Was wollte ich denn haben? Schleichen habe ich ja, das Schlossknacken, das hier dauert länger. Verkleiden, Gemeinschaftsaktion, abrollen, brauche ich nicht. Ich könnte mir noch Gesundheit kaufen, genau. Ja, das ist eine gute Idee. So, dickes Fell oder dickeres Fell. Das ist schon mal nicht schlecht. So, die nächste Mission ist dann wahrscheinlich im Café Theater. Dann würde ich sagen, mache ich da mal eine Schnellreise hin. In das Café. Oh, bis hier unten bin ich gelaufen, ey. Von da bis hier unten. Krass. So, Schnellreise ins Café und dann geht es in der nächsten Episode weiter. Gleich hier mit der Hauptstory. Eine vorsichtige Allianz. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Elise weitergeht, dann schaltet auch in der nächsten Episode ein von Assassin's Creed Unity hier auf meinem Kanal. Bis dann und haut rein. Ciao, ciao.